Ja, hallo Jelena, schön, dass wir uns wieder treffen hier. Jetzt wollten wir noch mal ein bisschen über Bitterstoffe reden und auch über so kraftvolle Mischungen, wie du selber Sachen angesetzt hast, die wirklich Leuten helfen können, mehr Energie zu kriegen oder zu entgiften. Kannst du uns da ein paar Sachen, ein paar Kräuter sagen, die uns dabei unterstützen? Ja, gern. Hallo Susanne, danke dir, dass wir wieder uns getroffen haben und ein paar Informationen zum Austauschen. Bitterstoffe, sofort, wenn wir darüber reden, Assoziation Grün. Wir haben jetzt die Garten, wir wissen Kirsch, Löwenzahn. Mein Favorit ist Brennnessel. Brennnessel hat wirklich sehr viel Fähigkeit, denn sie gibt uns nicht durch die Pflanzen auch Materie, aber die Brennnessel, sagt man, hat die Geist, was die sehr viel Reinigung und Bitterstoffe übertragen. Das ist aus Tradition. So habe ich von meinen Großeltern gelernt. Und auch von die Brennnessel kann man auch die Spitze nehmen, die eben hatte sehr viel Bitterstoffe. Das habe ich aus Tradition ein Brennnesselgetränk gemacht, wo die 20 Brennnesselspitzen sind drinnen. Und tatsächlich die Leute spüren, wenn die trinken, die sagen, oh, die entwässert, die arbeitet die Niere, aber gleichzeitig nach dem Essen wie einen kleinen Schnaps oder so Brennnesselgetränk zu trinken. Und dann die Leute spüren einfach, dass die Leber einfach leicht ist. Ja, also bei Brennnesseln, da ist es ja so, dass ich im Frühjahr immer die Spitzen zum Beispiel sammle, wenn ich spazieren gehe und einfach direkt esse. Wenn man die Spitzen so dreht, dann stechen die ja auch nicht. Und ich sammle dann oft dann auch die Samen und tue die in meinen Smoothie oder hole mir die Samen von dir und tue die in Smoothie. Und ich muss sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt mit der entgiftenden Wirkung von der Brennnesseln, weil ich habe da auch eine halbe Flasche auf einmal von dir getrunken und habe nicht gedacht, dass es so stark ist und musste dann alle 5 Minuten den ganzen Abend aufs Klo. Also das ist wirklich, wirklich stark, was du da hast in den Produkten. Ja, das ist auch eine kleine Anekdote. Mein Schwiegervater hat mir auch geschimpft, weil ich habe vergessen, dass ich ihm sage, bitte nimmt nicht nach 16 Uhr, weil er geht früher ins Bett und er hat abends genommen vom Bett und dann ganze Nacht nicht geschlafen, weil er musste in die Toilette gehen. Es ist Ja. auch, es ist wirklich, es ist super, super toll. Also Brennnessel ist nicht umsonst königlichste Pflanze genannt, weil eben, wir können auch die Brennnesselsamen von sie bekommen. Auch die, zum Beispiel früher, ich kenne von meiner Oma, sie hat Brennnesselwurzeln als die Shampoo auch benutzt, dass die auch die starken die Haare. Aber eben die Brennnesselsamen hat die Silicea in sich oder auch die Bitterstoffe. Kieselerde. Genau, und das ist bekannt, dass wir Brennnesselsamen genommen vor den Wechseljahren oder wer hat Haare, Nagel oder Haut stärken durch die natürlich Silicea und die Phytohormone. Das ist die ähnliche Hormone zu die unsere Hormone. Es ist wirklich sehr, sehr fettvoll. Aber allerdings, das ist jetzt von die Brennnesselsamen. Wir gehen in eine auch fettvolle, kraftvolle Mischung, wo die früher hat die Leute ohne irgendwo vielleicht weiteres Wissen, was wir jetzt ist bewiesen, dass die in Brennnessel gibt, die Eisen, Bitterstoffe und so. Das ist jetzt wissenschaftlicher Beweis, sagt man sollte. Aber früher hat die Leute ohne Labor gewusst, dass die eine Mischung gibt ihnen Kraft und reinigt es. Und das ist eine Mischung, mich fasziniert immer wieder. Akazienhonig, Brennnesselsamen, Walnüsse, Sesam und Zitrone. Und da habe ich meine Oma immer gefragt, warum gerade diese Mischung? Weil die haben das genommen vor der mühevollen Feldarbeit. Also die hat ihnen Kraft gegeben. Sie hat gesagt, sie hat so von ihrer Oma das gesehen schon, dass sie mischt etwas in Brennnessel und Walnüsse in Honig. Und dann tatsächlich, wenn die einzelnen Zutaten schauen, also wirklich die früher unsere Omas auch was waren nicht dumm. Die Walnüsse, Omega-3, etwas, also die mussten auch, die haben die Kopf zum Arbeiten, aber Brennnesselsamen, Bitterstoffe, Leber. Dann habe ich, wenn die Leber in Ordnung ist, wenn nicht müde, dann bin ich nicht müde. Da habe ich Kraft weiter zum Arbeiten. Akazienhonig oder Honig wahrscheinlich, ich brauche Kohlenhydrate, etwas Süße, auch wieder für die Kraft. Sesam, das ist. Die wissen, also wissen die Veganer, dass die ein Ersatz für die Milch hat, sehr viel auch wieder Kalzium. Und ich finde ganz toll, wie diese Mischungen, wie die Kräutermischungen oder so entstanden sind, auch auf eine innerliche Intuition oder einfach auf die Sehnsucht oder Sucht, was meine Körper tut gut und gleichzeitig schmeckt. Ja.
Und was hast du uns noch für wunderbare Produkte mitgebracht? Und mehr und mehr, ich sehe, wie die Leute sehr schön reagiert auf die Weißdorn. Es ist bekannt jetzt für dich jetzt, aber darf man nicht unterschätzen, die Bitterstoffe in Weißdorn, Früchte allerdings. Und das schmeckt tatsächlich etwas bitter. Die Kundschaft, die mischen oder pur, ist am besten eigentlich pur zu nehmen. Und das haben wir auch jetzt die mittlerweile, es ist jetzt von die abhängig, wie die Menschen in welchem Zustand ist. Aber wenn ein Weißdorn wird genommen in der Leberzeit, wir kennen diese Organuhr, oder in der Herzzeit, ist die Wirkung noch stärker. Und deswegen auch meine Oma damals. Ich glaube nie, dass ich habe gewusst, Organuhr. Aber habe ich gesagt, wann hast du das genommen, weißt du? Vor dem Schlafen, weil die kommen die Leberzeit abend. Oder hat sie gesagt, Mittag, wenn wir gehen zum Schlafen, weil die ist vom 11 bis 13 Uhr Herzzeit. Und ich liebe diese Zusammensetzung, dieses altes Wissen und jetzt, was wir wissen, weil das ist immer Match, ist immer eigentlich gleich, wenn tatsächlich, wenn es geht um die richtige Pflanze, Kräuter und Naturmedizin. Und Ja. das ist wirklich, es kann man nicht Fehler machen. Ja, ich finde es halt auch ganz schön als Ergänzung, weil ich mache ja vor allem immer Tinkturen. Ich mache aus den Blättern und aus den Früchten vom Weißdorn immer Tinkturen, die ich den Pferden zum Beispiel gebe. Aber ich habe, also das ist natürlich eine super Ergänzung, wie man es auch im täglichen Leben in der Nahrung einfach mit aufnehmen muss, ohne dass man immer Alkohol dann einnimmt. Genau, oder? Keine Tablette. Es ist gut, einige Zeit Nahrungsergänzung gut, absolut bin ich dafür, wenn die Mangel groß. Aber was ich habe auch festgestellt, zum Beispiel bei dem Brennnesselgetränk, einmal ist eine Frau gekommen mit einem kleinen Kind und sie hat gesagt, ich hatte Eisen im Blutmangel. Und sie hat getrunken alles Mögliche, sogar Brennnessel, nicht die Brennnessel, hat die Eisentablette genommen. Und einfach ist nichts passiert nach 4 Wochen, haben wir gedacht. Und sie hat gehört über die Brennnesselgetränk. Und tatsächlich, wenn die Kleine, wahrscheinlich hat so getrunken, Tablette, einfach, und die Körper hat gar nichts gespürt. Und der hat probiert mit die Brennnesselgetränk. Das ist etwas Kokosblütennektar da, etwas schmeckhaftig, was die Körper einfach aufnehmen kann mit die Sinnen. Und nach mehreren Wochen, sie hat mich angerufen, ohne, das kann man sich nicht vorstellen, der Ferritin in der Zelle. Also Eisen in den Zellen, Ferritin ist gestiegen, nur weil die Kleine hat nicht so getrunken, sondern hat mir die Spaß genommen. Es ist auch etwas, das darf man nicht vergessen, dass die Körper aufnimmt etwas, was die schmeckt, sagt man so. Naja gut, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass das die natürlichste Form ist von der Eisenaufnahme. Genau. Wenn man es über die Nahrung aufnimmt und Tabletten kann ja manche Körper gar nicht richtig aufspalten oder aufnehmen, je nachdem, wie sie hergestellt sind. Und deswegen, das ist ja einfach die natürlichste und beste Form, das aufzunehmen. Das Problem ist nur, dass es normalerweise in manchen Sachen nicht mehr drin ist, ja, genügend. Super, genau, so ist das. Oder immer wieder Apfelessig fasziniert mich, wie die, aber richtige, wirklich, also ich habe eins aus den wilden Äpfeln, wieder diese in einem Video haben wir erwähnt, wie viel ist das wichtig, diese ursprüngliche, nicht gezüchtete Sorte zu nehmen, weil eine Boskop und eine Granny Smith, das sind zwei verschiedene Welten. Eine Boskop ist eine uralte Sorte und das ist neu gezüchtete und das ist bekannt, warum ein Apfelessig so gesund ist. Es ist nicht nur Essig für die Salate, sondern richtige, wenn ich sagen darf, aus Medizin benutzen frühe. Es ist bekannt von Hildegard von Bingen oder von die andere hat die Oxymel. Das bedeutet, die Kräuter ist eingesetzt oder in Alkohol oder in Apfelessig und dann wird getrunken aus richtige Medizin. Egal, jetzt zum Beispiel Giersch eingesetzt, das ist die Bitterstoffe. Dann will ich ein Thymian, das ist wieder Darm und so weiter. Je nachdem, welche Pflanze welche Wirkung hat, einfach einsetzen in Apfelessig. Das mache ich jetzt momentan mit die Melisse zum Beispiel. Ein bisschen, ich habe wegen meiner neuen Ernte zu viel Stress und Melisse ist bekannt, ein klarer Geist. Und dann lasse ich 24 Stunden oder 12 Stunden in lauwarmes Wasser. Halbes und Apfelessig und dann ein paar Blätter von die Melisse und dann trinke ich auf den nüchternen Magen. Persönlich mir wirklich hilft sehr, sehr viel. Aber jetzt, jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich, das muss jeder selber wissen. Das ist nur eine Erfahrung. Das mit dem Apfelessig, da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe das unter anderem mit ein paar anderen Mineralien,
Also das habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal ein Video darüber gemacht, über, da habe ich Dolomit, Kupfersulfat, Schwefel, dann Apfelessig, Seealgen und noch eins, was ich jetzt gerade vergesse. Schwefel, Kupfersulfat, Dolomit und Steinsalz. Und das habe ich als Steine alles den Pferden gegeben und den Apfelessig habe ich entweder pur oder mit Luzerne oder Alfalfa-Kops vermischt. Und der Apfelessig mit Luzerne zusammen hat zum Beispiel den perfekten Calcium-Phosphor-Gehalt, wenn die Pferde müde sind, wenn es so heiß ist. Oder auch vor allem Pferde, die so übersäuert sind, so Pferde, die so richtig dick sind und wo man denkt, die sind dick, aber meistens ist es aufgeschwemmt. Und wenn die das genommen haben, die erstens hatten sie wie so eine Sucht danach, die haben manchmal den ganzen Eimer leer getrunken, weil die einfach so übersäuert waren. Und was viele ja nicht wissen, dass der Apfelessig als einziger basisch ist. Und das heißt, der hat die Pferde wieder basisch gemacht und hat die entsäuert oder entschlackt auch wirklich richtig. Und am Anfang habe ich einen Monat lang jeden Tag 5 Pferden 5 Liter Apfelessig gegeben. Die haben das alles rausgetrunken. Und dann hat man wirklich gesehen, wie das aufgehört hat. Und das fand ich so faszinierend, dass die Pferde wirklich das nehmen, was sie brauchen, um sich zu entsäuern, zu entschlacken. Und dann wird es immer weniger. Dann haben sie es immer mal wieder getrunken. Und ja, das zu nutzen, das fehlt uns jetzt sogar ein bisschen. Das, so extrem haben wir das ja gar nicht mehr wie die Tiere, aber das dann auch so zu nutzen. Wunderschöne Erfahrung, super toll. Also mehr und mehr eigentlich die Apfelessig ist für Leberentgiftung auch sehr, sehr wichtig. Jetzt die neuliche aus die Natur und Heilen habe ich gelesen, wie viel ist also Apfelessig hat die Fähigkeit, den Fett aus die Leberzellen rauszuschmeißen, also praktisch die Zelle zu öffnen, egal ob das jetzt Membrane durchlässig oder nicht. Aber eben, das, was ich glaube, dass weil die Apfelessig hat die meistens Pektine und dass das etwas spielt, ganz große Rolle mit die Leber und Darm. Ja, und Und der sollte natürlich naturtrüb sein und bio, ne? genau. Weil Und Apfelessig ist 6 Monate gereift. Naturtrub in Holzfässer. Also das ist noch eine energetische Schub, was ich denke, dass die einfach von der Natur die Holz gibt, die weiter zu die Apfelessig. Und das kann man hier vielleicht sehen. Ich lasse, dass die eigentlich Kombucha wächst schon drin, kleine Pilze, und das ist voll mit Enzymen. Und das zu trinken, natürlich ist es, also für mich kleine Wunder. Offenbar mache ich auch die Bäder damit. Also ich, oder jetzt Fußbad, jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt Nagelpilz, aber ich habe von der Kundschaft gehört, wer hat Nagelpilz, da kann man auch das benutzen. Also Pilze innen, Pilze außen, das kann man auch trinken und außen benutzen. Und was habe ich bei die einen Guru geschaut auf ein YouTube-Video? Es ist interessant, ganz kurz zu erklären, wenn die Menschen sich vorbereiten zu sterben, die versuchen noch einmal in 37 Grad mit dem Apfelessig noch einmal denen zu waschen. Vielleicht Geist will noch einmal versuchen, in der Erde zu bleiben. Also welche Wirkung stellen wir dir vor? Das ist einfach fasziniert. Das habe ich auch schon gehört, dass die welche, wo schon die letzte Ölung gekriegt haben, nochmal mit Genau. Apfelessig abgewaschen haben und dass die wieder gesund geworden sind. Genau. Also das ist schon ein Wunder. Es ist für mich, ist deswegen, ist es also aus Natur, wir haben so einfache Lebensmittel, was die wirkt, die Wunder. Also besser geht's nicht. Nee. Und hast noch irgendwas jetzt gerade da oder waren das jetzt für jetzt alle? Jetzt, wir haben gesagt, Mischung, Weißdornmus mit die Bitterstoffe, Brennnesselgetränk, Brennnesselsamen und Apfelessig. Ich glaube, diese Informationen sind jetzt richtig Genug. und die Leute aufnehmen kann. Das ist Ja. alles, kann man bestellen bei mir im Online-Shop. Und wie heißt der Online-Shop? Wie heißt die Adresse? www.gesund-genießen.bayern. Gesund genießen Laden in Worfring. Ja, sehr schön. Ja, Danke. vielen Dank. Und das war wieder super interessant, Jelena. Und ich freue mich einfach über den Austausch und dass es dich einfach gibt und dass es deine Produkte gibt, weil die sind ein Geschenk für die Menschheit. In unserer heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, noch solche Produkte zu kriegen. Das ist es für mich. Danke, danke. Und deine Wissen sowieso, ich bin immer dankbar, deine Videos.
zum Hören oder deine Wissen weiterzuteilen, weil Information und Wissen ist jetzt nicht selbstverständlich und besondere diese Wahrheit, was du teilst. Ja, Wahrheit. danke Jelena, bis zum nächsten Mal. Tschüss.